soll meine Tagebuchnotizen mit euch teilen, die ich mir als Überlegungen zu den 10 Geboten gemacht habe. Und zwar handelt es sich dabei um eine Gegenüberstellung der echten neuen 10 Gebote zu Fake Mustubis 10 Gebote, also den 10 Geboten der herkömmlichen Religionen. Zuerst nenne ich immer die echten 10 Gebote, die neuen. Es handelt sich um eine Machtübernahme als Bezug auf die vorhandenen 10 Gebote. Damals, die Fake Mustubis hatten den absoluten Machtanspruch. Und dieser wurde nun umgestellt, zurückgestellt auf den echten Mustubi. Das heißt, es handelt sich um eine Wiederherstellung des natürlichen Machtgefüges. Der spirituelle religiöse Machtanspruch wurde ursprünglich von den Fake Mustubis geklaut. Und jetzt ist er wiederhergestellt. Die echten 10 Gebote enthalten übergeordnete Inhalte und Zusammenhänge. Die Fake Mustubi 10 Gebote sind irdische Inhalte und Einzelthemen. Die echten 10 Gebote verbinden mit der universellen Dimension als Ehrung der spirituellen Eltern. Die Fake Mustubi 10 Gebote, die ordnen unter die Strukturebene als Ehrung der irdischen Eltern unter. Die echten 10 Gebote handeln von der kosmischen Größe durch Einbeziehen aller Lebewesen. Die Menschen werden integriert. Das entspricht dem vollständigen Bewusstsein. Die Fake Mustubi 10 Gebote, die beschränken auf das Irdische, nämlich nur die Menschen, stellen die Menschen in den Mittelpunkt. Das ist die übliche Ego-Arroganz des alten Zeitalters. Die echten 10 Gebote haben das Seelische für die irdische Basis. Also wenn Sie davon seelische Gemeinschaft reden, sprechen. Die Fake Mustubi 10 Gebote haben eine ego-irdische Basis. Bei den echten 10 Geboten geht es um Bewusstseinsentwicklung, die so weit automatisch zu positivem Verhalten führt, dass es nur noch eine allgemeine Anweisung zum Guten braucht. Die Fake Mustubi 10 Gebote sind reine Verhaltensanweisungen, die bei liebevollem, gesundem Bewusstsein eigentlich selbstverständlich sein sollten. Die Fake Mustubis Gebote haben zwar keine wirkliche Relevanz mehr, sind aber die übereinstimmend akzeptierte Basis der menschlichen Existenz geworden. Eine falsche Fake Mustubi Basis des alten Zeitalters. Und sie fordern keine Veränderung von den Menschen, lediglich ihres Verhaltens. Naja, und das ist heute entweder selbstverständlich geworden als Gebote oder wird sowieso nicht befolgt. Die echten 10 Gebote, die neuen, die haben hochgradige, aktuelle Relevanz und stellen die echte Mustubi-Basis her. Sie fordern Veränderung von allen Menschen. Die jeweiligen 10 Gebote machen intuitiv erfassbar, welch gegensätzliches Weltbild jeweils dahinter steht und machen es zugleich konkret greifbar. Die neuen, echten 10 Gebote sind die Basis für die künftige, liebevolle Erde.